Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Diesmal geht es um Normalverteilung, einer der theoretischen Verteilungen, eine Vorwissensfrage. Diesmal ist es nicht so leicht. Es geht auch um bedingte Wahrscheinlichkeit. Bitte stoppen Sie das Video und versuchen Sie es zu lösen. In theoretischen Verteilungen geht es um das Vergleich von unseren erhobenen Daten, das ist empirischen Daten, mit einer theoretischen Verteilung. Hier an der rechten Seite sehen Sie ein Histogramm von unseren erhobenen Daten. Da Sie sehen, sind die Daten, die Messungen zwischen 0 und 250 verteilt. Wenn wir ein Histogramm davon machen, merken wir dann, dass unsere Verteilung einer theoretischen Verteilung ähnelt. Und das hilft uns dann, die Regeln von dieser theoretischen Verteilung an unsere empirischen erhobenen Daten anzuwenden. Einer der berühmtesten theoretischen Verteilungen in Statistik ist die Normalverteilung. Wird die Normalverteilung auch mit einem mathematischen Modell ausgedrückt? Die meisten statistischen Tests basieren auf unserem Wissen von theoretischen Verteilungen. Gucken wir uns die Normalverteilung genauer an, nämlich die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Da sehen wir Pi und E, die Werte sind uns bekannt, und darüber hinaus ist Sigma, also Standardabweichung, und da nochmals Sigma in Formel und die X-Werte und einen Mittelwert. Also, Sie werden, wenn Sie das Formel jetzt angeschaut haben, leicht erkennen, dass die beiden Werte, μ und Sigma, Mittelwert und Standardabweichung für dieses Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entscheidend sind. Und so sieht es am Ende aus, wenn man x einträgt. Mittelwert ist 0. Einige Intervalle kann man sich merken. Zwischen minus 1 und plus 1 Sigma, abweichend von dem Mittelwert, haben wir 34 plus 34, also ungefähr 68% der Werte. Häufiger wird zwischen minus und plus 2 Standardabweichungen. Und zwischen diesen beiden Werten haben wir ungefähr 95% der Werte. Das bedeutet, dass ca. 2,5% an der linken Seite bleiben und 2,5% an der rechten Seite. Wenn wir dieses Regel wissen, dass in einer Normalverteilung zwischen plus und minus zwei Standardabweichungen vom Mittelwert 95% der Werte sind, dann können wir einige Entschlüsse machen. Jedoch können Sie sich vorstellen, dass endlos unterschiedliche X-Werte da sein können. Daher hat man diese Standard-Normalverteilung. X-Wert minus Mittelwert geteilt durch Sigma, Standardabweichung. Dann hat man eine Verteilung mit einem Mittelwert von 0 und die Standardabweichung ist immer 1. Zum Beispiel, angenommen, wir haben eine Population, die normal verteilt ist. Wenn wir unsere Körpergrößen in einem Histogramm darstellen, haben wir gemerkt, dass unsere empirische Verteilung, dass unsere Messungen ungefähr einen Histogrammform haben. Wenn wir den Z-Wert berechnen, 180 minus 170 geteilt durch 10, haben wir 1, also ungefähr 15,8% oder 16% der Menschen in dieser Population haben eine Körpergröße von 180 cm oder mehr. Wenn es nicht 1 wäre, sondern das Z-Wert 1,1, 1,2 oder irgendetwas, dann könnten wir natürlich entweder die Z-Tabellen benutzen. Hier sehen Sie die Z-Tabelle für 1. Zweiseitiger P-Wert ist 0,31. Also 31,7% geteilt durch 2, das gibt uns dann ungefähr 15,8%. Ja? In Fällen
von Abweichungen von Normalität gibt es natürlich auch Lösungen. Wir müssen entscheiden, ob unsere empirischen Messungen normal verteilt sind oder nicht. Falls es, wie in diesen zwei Figuren gezeigt sind, von der Normalität abweicht, das ist links- oder rechtslastig ist, dann können wir die Regeln, gaußischen Re Regeln nicht anwenden. Ich habe Outliers, Extremwerte, die meinen Mittelwert, mein μ, nach rechts, das ist eine rechtslastige Verteilung. Wenn es 100% normal verteilt ist, sollte Median und Mittelwert natürlich gleich sein. So, was machen wir in so einem Fall? Wenn es nicht normal verteilt ist, sondern skewed ist, dann gibt es natürlich andere statistische Methoden, um solche Analysen durchzuführen. Oder wir können Datenkonvertierung ausprobieren. Datenkonvertierung kann uns helfen, von so einer Verteilung die Daten wieder zu einer Normalverteilung umzuwandeln. Hier links im Bild sehen wir eine linkslastige und hier an der rechten Seite haben wir einen right-skewed oder die Extremwerte an der rechten Seite. In Medizin haben wir natürlich meistens Extremwerte, die rechts in der Verteilung sind. Also statt niedriges Blutdruck hat man mehr Menschen mit hohem Blutdruck, zu hohem Blutdruck. Kommen wir eigentlich zu Ende dieser Aufnahme. Die Normalverteilung ist ein zentrales Konzept der Statistik, das in Medizin eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie hilft uns, Daten zu analysieren, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und Hypothesen zu testen. Ein tiefes Verständnis der Normalverteilung und ihrer Eigenschaften ist entscheidend für erfolgreiche Anwendung statistischer Methoden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ein anderes Mal. Tschüss.